So, einen wunderschönen guten Tag, wieder einmal zu einem neuen Video. Heute soll es darum gehen, wann setze ich den Honigraum auf. Wenn euch das Video gefällt, gerne wieder einen Daumen nach oben. Fragen, Anmerkungen, was auch immer, einfach gerne in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß beim Video. Ja, wenn man den Honigraum aufsetzt, ne, da gibt es viele Theorien, viele Möglichkeiten, viele Meinungen dazu. Ich zeige euch jetzt einfach mal so ein paar Augenmerke, wo für mich wichtig sind. Also vorab, ich setze jetzt aktuell noch nicht auf und jetzt schauen wir mal warum. Also ein Kriterium ganz klar für mich, für den Honigraum, ist, das Bienenvolk muss in Schuss sein. Ne? Bei mir im Dadant erwarte ich eigentlich so, es gibt Ausnahmen, aber erwarte ich so im Groben und Ganzen 5 Rähmchen voll. Ich erwarte eine riesige Blut, also und von diesen 5 Rähmchen erwarte ich eigentlich auch 4 Rähmchen Brut. Dann ist das für mich so ein Zeitpunkt, dass das Bienenvolk den Honigraum bekommt. Das sind so diese inneren Kriterien. Dann gibt es natürlich auch noch äußere Kriterien und das ist das Wetter und das Blühangebot. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal kurz erst hier so ein Bienenvolk zum Beispiel an und ich erkläre euch, wie ich das einschätze bei mir jetzt, in meinem Weg. So, also, wir haben jetzt so ein Bienenvolk, 2, 4, 5 Rähmchen Dadant. Ich meine, im angepassten Brutraum könnte man das sicherlich weiter einschränken, wie es jetzt momentan ist. Also man könnte es sicherlich auf 4 Waben setzen, weil hier auf dieser Wabe haben wir bestimmt keine Brut. Ja, da haben wir keine Brut. Und hier sehen wir eigentlich auch schon mal was ich eigentlich nicht gern mag. Ich mag eigentlich im Brutraum eher dunkle Waben, also einmal bebrütete Waben, weil ich der Meinung bin, dass das einfach für das Volk natürlicher ist. Wenn man jetzt hier reinschaut, wie gesagt, ich bin ja ein Freund von Brutnest nicht stören, sieht man, dass im Prinzip diese Wabe ziemlich verdeckelte Brut hat. Und genau, von der Volksstärke hier klar noch ein bisschen warten. Wir werden hier nicht arg viel Brut haben an der äußersten Wabe. Wir werden hier bei den 3 analog wahrscheinlich einen relativ starken Brutbereich haben. Wir haben jetzt hier gesehen, dass wir nach oben möglichst wenig Futterkranz haben und das will ich auch haben. Umso leichter gehen die Bienenvölker in den Honigraum. Wenn ich oben überhalb vom Brutnest noch einen dicken Futterkranz habe, da geht die Biene meiner Erfahrung nach einfach nicht gerne drüber. Also wie gesagt, das Bienenvolk eine Woche noch ganz gut Zeit, auf jeden Fall. Vom Aufbau ist es jetzt so, wir haben jetzt hier die Leerwabe diese Wabe, wo teilweise Futter hat. Über die kann man sich streiten, ob die jetzt hier sein muss oder nicht. Ich lasse sie hier drin. Einfach aufgrund auch, weil der Bienenstand ein bisschen homogen sein muss und ich der Meinung bin, so viel schadet es nicht. Ein Bienenvolk braucht auch ein bisschen Platz. Es braucht auch meiner Meinung nach, da bin ich nicht ganz der Freund vom angepassten Brutraum, einfach die Möglichkeit, auch hier unten Honig reinzulagern. Dieses halbe Kilo oder dieses Kilo Honig, das hier als erstes eingelagert wird, das gönne ich dem Bienenvolk. Hier hinten haben wir noch eine Futterwabe als Reserve, weil wir ein paar kalte Tage haben. Und dann kommen wir eigentlich schon auch zu diesen Kriterien von außen. Ich mache nur kurz den Deckel zu, weil wir alle wissen, so eine Brutnesttemperatur wollen wir erhalten bleiben. Da wollen wir jetzt nicht nach oben die Wärme abziehen lassen. So, Deckel zu. Wenn wir jetzt gerade noch mal kurz bei der Wärme sind, also ganz klar bei mir, die Böden sind zu. Ja, die sind zu, bis wir in die Tracht kommen, bis wir in den Mai kommen, bis die kalten Nächte vorbei sind, so lange sind die Böden zu. Also noch mal kurz zusammenfassend, bei mir so Honigraum, 5 Waben, sehr gut mit Bienen voll und davon auch
eher 4 wie 3 Waben Brut und nach Möglichkeit oberhalb vom Brutnest kaum ein Futterkranz, weil umso gerne geht die Biene nach oben. Vom Beutenaufbau noch wichtig, auch dass das Absperrgitter nicht auf der Rähmchenoberseite aufliegt. Also dass da der Biestbiss gewahrt ist, einfach darum, dass die Biene auch eine größere Fläche hat, um nach oben zu kommen. Wenn das jetzt auf den Rähmchenoberseiten aufliegen würde, das Absperrgitter, bleibt ja nur die Wabengassen zum nach oben kommen. Und das ist natürlich eine total viel kleinere Fläche und die Biene tut sich noch schwerer, nach oben zu gehen. Vom äußeren Einfluss einfach, wir schauen es uns an, was ich sehen will. Ich will natürlich auch Honig sehen. Also ich will hier, wir haben jetzt hier eine Birne. Man sieht, die blüht noch nicht. Wir bringen ja jetzt wieder eine Woche relativ kalt mit 8 Grad, mit 9 Grad, aber nachts auch minus 4 Grad. Also das braucht bestimmt noch eine Woche und dann passt es auch. Ne? Dann passt es auch in so Wochen, wo sie nochmal jetzt kalte Temperatur bringen, gebe ich keinen Honigraum, weil der Honigraum wird nicht gebraucht. Die Biene sammelt nichts, sie trägt nichts ein und es geht einfach nur Wärme nach oben. Also da hat es keinen Sinn, jetzt den Honigraum zu geben. Da muss man warten, bis es warm ist nochmal. Muss schauen, dass die Biene noch genug Futter hat. Und wenn es dann warm wird, die Blüten aufgehen, die Völker stark sind, dann kommt der Honigraum drauf. Und der Honigraum kommt bei mir auch, der erste Honigraum kommt immer mit ausgebauten Waben drauf. Da gibt es für mich überhaupt keine Diskussion, da kann ich keine Mittelwände geben. Die Völker sind noch relativ schwach, können noch relativ langsam bauen. Und wenn wir jetzt die Rapsblüte da oben haben bald, wahrscheinlich mit der Birne oder ein paar Tage später, dann kommt auch Honig und dann brauchen die ausgebaute Waben. Im zweiten Honigraum, da gebe ich dann auch wieder nur Mittelwände oder zum Teil auch nur Anfangsstreifen. Sehr gerne mache ich das mit den Anfangsstreifen im Honigraum. Und da bauen die dann auch ganz passabel aus. So ist dann meine Erfahrung. Da sind die Bienenvölker auch schon größer. Und dann sollen die da im Honigraum bauen. Dann haben wir da frisches Wachs, haben wir eine gute Honigqualität. Und unten das Brutnest, da haben sie auch Platz zum Brüten. Ich habe ja keine Drohnenwaben. Ich habe ja immer wieder Naturwabenbau, auch im Brutnest immer mal wieder eine Wabe. Und da gibt es dann diese Drohnenecken und mit denen arbeite ich. Ne? Es gibt gute Völker, da hänge ich auch mal einen Drohnenwaben rein. Nicht zum Ausschneiden, sondern weil ich die Drohnen haben will, natürlich zur Begattung. Ne? Also da brauchen wir auch gute Drohnen, da brauchen wir viele Drohnen. Und da mache ich das dann schon auch. Aber in meinen normalen Völkern, in Anführungszeichen, habe ich keinen Drohnenwabenbau oder keinen Drohnenraben drin. Das hat im Prinzip, das ist zwar ein kleiner Exkurs, aber hatte im Prinzip zwei Anmerkungen. Ich bin von der Wirkungsweise, die mag da sein, dass ich die Varroa-Milbe dadurch dezimiere. Aber wenn ich eine schöne Herbstbehandlung, eine schöne Sommerbehandlung habe, eine passende Winterbehandlung, dann habe ich diesen Druck nicht, da brauche ich das nicht. Dann ist es für mich ein ethisches ein bisschen ein Problem, für mich persönlich jetzt diese Brut auszuschneiden und wegzuschmeißen. Und dann ist es auch ein arbeitstechnisches Problem. Bei 10, bei 20 Völker mache ich das, aber wenn ich mir halt 80 Völker am Tag anschaue, dann weiß ich nicht. Ne? Da brauche ich so einen IBC-Container mit Drohnenbrut, da ist einfach nicht schön, will ich nicht haben, mache ich nicht, brauche ich nicht. Ja, das sind im Prinzip so meine Überlegungen zu dem Thema, wann gebe ich den Honigraum, also wie gesagt, jetzt nicht. Die Völker noch ein bisschen zu schwach, die Blüte noch nicht da, die Birne noch nicht da, vereinzelt die frühen Kirschen, die blühen schon, aber dann haben wir einfach auch noch nicht das passende Wetter. Wir bekommen jetzt morgen noch mal warm um die 20 Grad und dann wird es eben noch mal 9 Grad, eine Woche lang bringen sie mit Nachtfrost und das ist nicht das passende Wetter. Da brauchen die Bienenvölker keinen Honigraum. Im Datant haben die ja Platz, wenn die jetzt überquellen würden. Also das war jetzt ja auch nicht ein super starkes Volk, aber wenn ich jetzt meine starken Völker anschaue, dann wird es schon eng, aber die haben ja Platz, noch hinter dem Trennschied sich auf der Futterwabe auch aufzuhalten oder bei mir auch noch im hohen Boden. Also da gibt es
hatte ich noch nie jetzt Probleme, dass ich da schon irgendwie super in eine Schwarmstimmung reinkomme. Also da mag ich anderen widersprechen, die sagen, den Honigraum kann man nie so früh wie möglich geben. Ich finde schon ein bisschen, weil es muss passen. Ne? Es muss das Stockklima, also die Wärme muss bleiben und die Biene geht schon nach oben, wenn der Nektar kommt, wenn der Platz eng wird. Da brauche ich auch, wenn ich da Brutwaben umhängen muss oder sonst was, finde ich gar nicht gut, habe ich noch nie gemacht, weil die Biene geht schon nach oben, wenn sie soweit ist. Also wenn der Nektar da ist, wenn das Bienenvolk so stark ist, dann geht die Biene nach oben. Da brauche ich nicht irgendwie im Brutnest rumfuschen. Da kennt ihr ja meine Meinung, dass das Brutnest absolut nicht auseinanderzunehmen ist. Und ja, das sind, glaube ich, so meine Anmerkungen zu dem Thema, wann gebe ich den Honigraum. Ihr könnt ja eure Meinungen und eure, wie ihr es macht, in die Kommentare wieder schreiben. Und dann wünsche ich euch viel Spaß noch, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Also bis dann, tschüss ade.